Ihr seid gerade im Gelände unterwegs, auf einer längeren Wanderung vielleicht. Habt auch euer gesamtes Kartenmaterial dabei, aber leider seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut. Das heißt, ihr wisst zwar ungefähr, wo ihr euch befindet, aber habt im Moment keinen genauen Standort. Um eure Wanderung jetzt aber möglichst präzise weiter planen zu können, benötigt ihr natürlich euren exakten Standort im Gelände. Wie ihr das mit Hilfe der sogenannten Kreuzpeilung macht, das zeige ich euch in diesem Video. Also dann, los geht's! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch ja in meinem letzten Karte- und Kompass-Tutorial bereits gezeigt, wie ihr eure Karte richtig einordnet, wie ihr eure Marschkompasszahl bestimmt und diese in die Karte übertragen könnt. Ich verlinke euch das Video hier oben nochmal. Schaut da am besten als Vorbereitung bzw. zum besseren Verständnis für dieses Video einfach nochmal rein. Ansonsten legen wir jetzt los mit der Kreuzpeilung. Ich nutze für dieses Video heute wieder den Marschkompass der Bundeswehr. Ja, den habe ich ja auch in meinem ersten Karte-Kompass-Video genutzt und könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr noch ein paar Details zu diesem Kompass haben möchtet. Ansonsten könnt ihr für die Kreuzpeilung auch jeden anderen Karten- oder im Optimalfall Peilkompass verwenden. Als allererstes norden wir unsere Karte ein. Das ist erstmal der wichtigste Schritt, dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Ich zeige euch das jetzt nur noch einmal kurz im Schnelldurchlauf. Ansonsten, wie schon angesagt, schaut in mein erstes Tutorial rein. Das Ganze dient dazu, dass wir gleich den Blick ins Gelände durchführen können und die Karte entsprechend in Nordrichtung ausgerichtet ist und wir die Geländepunkte, die wir uns gleich suchen werden, direkt in die Karte übernehmen können. Um jetzt die Karte einzunorden, drehen wir das N auf der Teilscheibe des Kompass parallel zur Ablesemarke, legen den Kompass parallel an eine Nord-Süd-Linie an und drehen die Karte so lange, bis sich magnetisch Nord bzw. die Magnetnadel und das Nord auf der Teilscheibe parallel auf einer Linie befinden. Jetzt können wir direkt vom unteren Kartenrand unseren Blick ins Gelände durchführen und uns markante Punkte suchen, die wir gleich in die Karte übernehmen, um unsere Kreuzpeilung bzw. unsere Standortbestimmung durchführen zu können. Die Karte hätten wir jetzt eingenordet. Wir befinden uns jetzt am unteren Kartenrand und blicken somit in Nordrichtung ins Gelände und schauen jetzt als nächstes, was für markante Punkte wir hier entdecken können, die wir auch in der Karte wiederfinden können, um diese dann entsprechend zu übernehmen. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt so ein paar Windräder und noch weiter da hinten so ein Fernsehturm. Aber das wäre in unserem Fall jetzt sogar schon zu weit weg. Das heißt, es würde über unseren Kartenrand hinausgehen. Das heißt, wir können es nicht in die Karte übernehmen. Aber hier sehen wir auch noch etwas. Und zwar handelt sich es hier um eine Biogasanlage und somit ein Industriegebäude. Und in den meisten Fällen sind die in der Karte sogar gekennzeichnet. Und das bedeutet, hier hätten wir schon mal unseren ersten Geländepunkt, den wir nutzen können. Schauen wir mal weiter. Ja, da hinten die Berge, wo irgendwas drauf sein könnte, das ist alles schon sehr, sehr weit weg. Aber schauen wir mal hier in diesem Dorf. Da können wir nämlich jetzt höchstwahrscheinlich den Klassiker unter den Geländepunkten benutzen. Und zwar die Kirche, die ihr hier mittig im Bild seht. Ja, Kirchen sind meistens in topografischen Karten eingezeichnet. Und das ist auch in unserem Falle so. Und deswegen merken wir uns diese Kirche, die wir dann auch gleich anpeilen können. Gut, dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch so finden können. Ja, hier habt ihr jetzt auch noch ein großes Industriegebäude. Könnte man auch verwenden, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das in unserem Falle nicht auf der Karte gesondert eingezeichnet ist. Deswegen schauen wir einfach mal weiter.
Ja, also da müsst ihr halt einfach schauen, wenn ihr solche Industrieanlagen oder Schornsteine oder irgendwas habt, ob ihr es entsprechend in der Karte wiederfinden könnt. Wichtig ist wirklich, dass ihr es eindeutig identifizieren könnt. Hier habe ich jetzt gerade noch was entdeckt, was wir mit großer Wahrscheinlichkeit in der Karte finden würden bzw. werden. Und zwar ist das hier dieser Sendeturm, den ihr hier seht. Ja, an den meisten topografischen Karten sind die Sendetürme eingezeichnet. Und da schauen wir jetzt gleich mal, ob wir den finden. Aber das können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. So, unsere markanten Geländepunkte hätten wir ausfindig gemacht. Als nächstes prüfen wir natürlich, ob wir diese auch in der Karte wiederfinden können. Und ich kann euch so viel verraten, das wird hier der Fall sein. Und deswegen können wir jetzt direkt dazu übergehen, die Marschkompasszahlen zu unseren Geländepunkten zu ermitteln, um die dann eben auch gleich in die Karte übernehmen zu können, um dann unsere Kreuzpeilung zur Ermittlung unseres eigenen Standortes durchzuführen. Wir visieren unser Ziel bzw. unseren Geländepunkt mit Hilfe von Kimme und Korn auf unserem Marschkompass an. Das ist jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig darzustellen, aber ihr achtet natürlich darauf, dass ihr mit Kimme und Korn im Ziel seid und dreht die Teilscheibe so lange, bis im Norden auf der Teilscheibe mit der Magnetnadel eine Linie bilden. Korrigiert zwischendurch natürlich immer, dass ihr mit Kimme und Korn im Ziel seid. Und dann könnt ihr die Marschkompasszahl an der Ablesemarke ablesen. Ja, die Marschkompasszahl zu unserem Ziel, in dem Fall war das die Kirche. Das ist jetzt die 63,5. Also ihr seht schon, das ist fast genau Nordrichtung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt vernünftig sehen können, wo ich euch das durch die Kamera gezeigt habe. Aber das ist die Marschkompasszahl, die wir als nächstes benötigen. So, wir haben jetzt unsere erste Marschkompasszahl zu unserer Kirche ermittelt. Und den ganzen Vorgang, den wiederholen wir jetzt bei unseren nächsten beiden Geländepunkten nochmal. Also bei der Biogasanlage und bei dem Sendeturm. Dann übernehmen wir jetzt unsere eben ermittelten markanten Punkte in die Karte. Als erstes suchen wir uns hier den Sendemast. Ja, der befindet sich hier oben, hier durch dieses Symbol auf der Karte dargestellt. Wenn ihr nicht genau wisst, was die Symbole bedeuten, die meisten Karten haben Legenden an der Seite, da könnt ihr genau schauen. Dann markieren wir uns hier den Sendemast. Dann schauen wir als nächstes nach der Kirche. Die befindet sich hier, auch hier schön dargestellt durch den Kreis mit dem Kreuzsymbol obendrauf. Und dann die Biogasanlage, die befindet sich hier oben. Hier seht ihr auch diese graue Fläche. Das bedeutet, dass sich da irgendeine Industrieanlage befindet. Hier ist auch das Gebäude verzeichnet. Kreisen wir uns auch ein. Und als nächstes werden wir jetzt die Marschkompasszahlen, die wir eben ermittelt haben, in die Karte übernehmen, um unsere Kreuzpeilung durchführen zu können. Gut, dann legen wir los mit der ersten Marschkompasszahl. Das war der Turm. Und da stellen wir ein eine 5,5. Und legen jetzt den Kompass mit der Anlegekante parallel durchlaufend durch unseren markanten Geländepunkt. Und drehen jetzt den Kompass so lange, bis sich Norden auf der Teilscheibe parallel zur Magnetnadel befindet. Dabei natürlich darauf achten, dass die Anlegekante sich auch wirklich direkt an unserem Geländepunkt befindet. Dann halten wir den Kompass fest, passen auf, dass wir das Ganze hier nicht mehr verschieben und ziehen unsere erste Hilfslinie. Dann geht es weiter mit dem nächsten Geländepunkt. Das war die Kirche, das war die
Marschkompasszahl 63,5. 61, 62, 63 und so ein bisschen hier 63,5. Wir legen wieder den Kompass mit der Anlegekante an unser Ziel und drehen ihn wieder so lange, bis sich die Magnetnadel und Teilscheibennord auf einer Linie befindet. Hier ziehen wir jetzt unsere nächste Hilfslinie. Und hier können wir jetzt schon schauen, wo die beiden Linien sich hier treffen. Hier befindet sich unser eigener Standort. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen präziser zu machen, nutzen wir jetzt hier unseren Backup-Punkt, die Biogasanlage, und ziehen uns noch eine dritte Linie. Also stellen wir hier die Marschkompasszahl 58 ein, legen das wieder hier an die Kante so, und jetzt können wir uns unsere dritte Linie ziehen. Ja, seht schon, das ist jetzt ein bisschen knapp. Da nehmt ihr euch dann einfach, oder auch gerade bei längeren Strecken, wo ihr mit dem Kompass nicht mehr hinkommt, könnt ihr euch hier natürlich gerne unterstützend ein Lineal zur Hilfe nehmen. So, und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier, man sieht es nur relativ klein, aber hier haben wir jetzt ein kleines Dreieck. Und innerhalb von diesem Dreieck befindet sich unser eigener Standort. Es ist wirklich relativ genau. Ich befinde mich ziemlich genau hier. Er ist nicht hundertprozentig in dem Dreieck drin, aber je genauer ihr da entsprechend arbeitet, wenn ihr eure Punkte anpeilt, desto präziser habt ihr das schon. Also das ist jetzt wirklich nur eine minimale Abweichung von, ich würde mal jetzt schätzen, hier im Gelände, ja, maximal 20 Metern. Also da haben wir jetzt schon wirklich sehr, sehr genau gearbeitet. Ja, und so könnt ihr im Gelände euren eigenen Standort relativ genau bestimmen. Jetzt wisst ihr, wie ihr mit Hilfe der Kreuzpeilung im Gelände relativ exakt euren eigenen Standort bestimmen könnt. Wenn ihr Lust habt, mich auch auf weiteren Abenteuern zu begleiten, dann schaut gerne hier oben in die Infobox. Ich verlinke euch da meinen Namibia-Roadtrip. Würde mich freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!